Willkommen und benvenuti bei Oigi Spielt. Es ist wieder Zeit, über Spielepreise zu reden. Hier in Deutschland ist aktuell die Phase, wo wir, Teile der Community, am Deutschen Spielepreis teilnehmen können und dort unser Votum abgeben können. Wir können 5 Spiele nominieren, diese mit 5 bis 1 Punkt bewerten und auch ein Votum für ein Kinderspiel abgeben. Hier ist es also so, dass wir, die Community, meistens die Vielspieler, bestimmen, was für ein Spiel gewinnen wird, und oft ist es auch ein Vielspielertitel. Das Pendant dazu ist das Spiel des Jahres. Dort gibt es eine Jury aus vielen fähigen Menschen, die dann das Spiel des Jahres, was eher ein Familienspiel ist, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres kürt. In Italien gibt es einen Preis, der in diesem Jahr zum 10. Mal vergeben wird, und das ist der Preis des Goblin Magnifico. Der Goblin Magnifico ist ein Preis, welches von einer Spielerorganisation namens Latana dei Goblin vergeben wird. Dort, das ist eine Spielergemeinschaft, die in ganz, ganz vielen Städten in Italien beheimatet ist, die dort ihre Räumlichkeiten haben, Spieletreffs haben. Und von diesen ganzen Menschen gibt es um den Dreh 20, vielleicht auch ein paar mehr, die selbst eine Jury aus ihren eigenen Reihen bilden und dann aus einer Vielzahl von Spielen am Ende 8 heraussuchen, von denen einer dann zum, ja, ich nenne es jetzt mal, Goblin Magnifico gewählt wird, also das Spiel des Jahres. Berücksichtigt werden hier die Spiele des kompletten Vorjahres, in unserem Fall also das ganze Jahr 2023, und die 2 Monate davor, also November, Dezember 22 und das ganze Jahr 23. Alle Titel, die in diesem Zeitraum in Italien herausgekommen sind, die Expertenspiele sind oder als solche bezeichnet werden, also keine Partygames, keine Kinderspiele, keine Familienspiele, und die auch keine Kosten von über 150 Euro haben. Und diese Spiele müssen auch grundsätzlich im Retailmarkt kaufbar sein. Diese ganzen Spiele könnten potenziell in die Auswahl kommen. Diese Gruppe an Menschen spielt diese Spiele, legt dann im April in diesem Jahr, also 24, fest, was eine Vorauswahl ist, und stellt dann, indem man sich an einem längeren Wochenende zurückzieht, stellt dann die 8 Spiele vor, die in die engere Auswahl gekommen sind und aus denen der Gewinner herauskommt. In 2023 hat Carnegie gewonnen, in 2022 Imperial Steam. Heute möchte ich euch die 8 Spiele ganz kurz vorstellen. Tatsächlich habe ich auch nur 2 von diesen 8 selbst gespielt, die dort in Italien von den sogenannten Vielspielern des Goblin Magnifico oder der Tana dei Goblin herausgesucht wurden. Und ich möchte gerne mit euch in die Interaktion treten und von euch wissen, was haltet ihr von dieser Auflistung? Welche Spiele habt ihr gespielt? Welches Spiel würdet ihr wählen als das Beste aus diesen 8? Und warum nicht? Welches Spiel fehlt euch, wo ihr sagt, das hätte doch dabei sein müssen? Und so finden wir vielleicht auch einen gewissen Abgleich oder Unterschiede zu den Spielgeschmack der italienischen Vielspieler zu uns Deutschen. Fangen wir einfach mal an, und ich komme jetzt nicht in einer alphabetischen Reihenfolge und auch nicht nach meiner persönlichen Wertigkeit. Ich lese die Titel einfach herunter oder habe die Titel so heruntergeschrieben, wie sie auf der Seite vom Goblin Magnifico aufgezählt sind. Das erste Spiel ist The Last Kingdom. The Last Kingdom ist ein Spiel von John DeClair, einem bekannten Autoren, der viel mit Kartenmechanismus macht, und auch dieses Spiel ist primär ein kartengesteuertes Spiel. Wir nehmen in diesem Spiel an der Auseinandersetzung zwischen den Sachsen und den Dänen teil und müssen mit intelligentem Einsetzen unserer Karten
dafür sorgen oder wollen beitragen, dass die eine oder die andere Seite den Kampf gewinnt. Es ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler. Es hat auch Area Control Komponenten und basiert, wenn man so will, auf einer Netflix-Serie. Das nächste Spiel ist Anunnaki von Cranio Creation, Design von Simone Luciani und Danilo Sabia. Ein 4x-Euro-Game mit einem sehr, sehr schönen und interessanten Aktionsmechanismus. Wir haben alle eine eigene Welt. Wir versuchen uns über unsere, ja, Welttableau vorzubereiten, um in andere Welten der Mitspieler uns zu teleportieren oder, was das finale Ziel primär ist, ins mittlere Spielbrett, da wo auch Atlantis ist, um da die finalen und meisten Siegpunkte zu generieren. Also ein klassischer Euro, asymmetrisch aufgebaut. Auch die Erweiterungen bringen noch mehr Asymmetrie in das Spiel. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, für 2 bis 5 Spieler, Basisspiel bis 4 Spieler. Das dritte Spiel ist von Splotterspellen, Horseless Carriage. Ein Spiel, wo wir eine Autofabrik managen, also wir uns auf die Herstellung und den Vertrieb von Automobile zu kümmern haben. Es hat auch einen ganz speziellen Mechanismus, den man ein bisschen beachten muss, der Kniff in dieser ganzen, in diesem Spiel ist. Es gibt nämlich hier eine sogenannte doppelte Zugreihenfolge oder es kann eine doppelte Zugreihenfolge geben, die einem Vorteile, aber vielleicht auch mal Nachteile geben kann. Das Spiel ist auch unter dem Aspekt ganz interessant, weil man ein Wirtschaftsspiel spielt, ohne de facto Geld zu haben. Das Spiel ist für 3 bis 5 Spieler ausgelegt und ich sage jetzt mal, ist schon ein typisches Splotter-Spellen, wie man hört, denn das Spiel habe ich selbst auch noch nicht gespielt. Das vierte Spiel ist Warfare Tactical Combat, ein modernes Kriegsspiel, offiziell für 1 bis 4 Personen. Wenn man sich die Regeln ein bisschen anschaut, würde ich sagen, es ist ein typisches Zweierspiel. Man wird dort mehrere Szenarien nachspielen können aus der modernen Zeit. Auch von italienischen Autoren. In der ganzen Liste gibt es von den 8 Spielen tatsächlich 3 Spiele, wo italienische Autoren die Spieldesigner sind. Das ist das zweite nach Anunnaki. Die diversen Szenarien sind zum Beispiel Somalia, Afghanistan, Zusammenstöße der NATO mit Russland in Polen hier als Szenario oder auch Taiwan und Nordkorea. Also Warfare Modern Tactical Combat, ein klassisches Kriegsspiel. Vom Schwierigkeitsgrad laut BGG eigentlich nicht so hoch angesetzt. Es ist auch ein Spiel, was es nicht in deutscher Sprache gibt, jedoch auf Englisch, Italienisch und Spanisch, wobei das Spiel sehr, sehr sprachneutral ist. Also nur ein paar Hinweise auf gewissen Übersichtsblättern. Ich finde es sehr, sehr interessant, persönlich. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich habe es mir mal vorbestellt, weil so Zweier-Games mir doch sehr gefallen. Das fünfte Spiel ist Hegemony. Ein extrem hochgradig asymmetrisches Spiel mit einer gewissen Spieldauer, mit einer gewissen Komplexität, was aber viele Spieler, die es gespielt haben und ich jetzt noch nicht, in den Bann gezogen hat und sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist für 2 bis 4 Spieler. Am besten spielt man dieses Spiel wohl zu viert. Und abgebildet wird hier die Arbeiterklasse, die Kapitalisten, der Staat und die Mittelklasse, die miteinander konkurrieren, indem sie versuchen, das System zu manipulieren. Das hört sich schon sehr, sehr spannend an und ich freue mich auch, wenn ich hier mal meine erste Partie zu spielen kann. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein kleiner Favorit hier in der Liste, wobei
Wir warten mal ab, was noch kommt. Es kommt das sechste Spiel und das sechste Spiel hätte ich jetzt fast schon so ein Stück weit als Partygame deklariert, wobei ganz richtig ist es wohl nicht. Und wir reden von Station Fall. Ein Spiel für 1 bis 9 Personen, ein Spiel, wo es ganz, ganz viele Charaktere gibt, die man ja mal lenken kann. Das Thema ist der rasante Absturz einer Raumstation auf die Erdoberfläche. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, viele Punkte zu sammeln, aber insbesondere auch die Aufgabe des Spielers selbst zu erfüllen, der einen Auftrag, den man zu Spielbeginn bekommen hat. Also das Spiel kann, wie ich hörte, ein bisschen chaotisch sein. Auch das habe ich noch nicht gespielt. Und Partyspiel meiner Aussage wegen bis 9 Personen, muss vielleicht auch eine richtige Gruppe sein, die dieses Spiel spielt. Der Heider wird das Spiel in Kürze haben und da freue ich mich auf meine Partie Station 4. Wir hatten schon ein 4X-Spiel und jetzt mit dem 7. Spiel kommt das nächste und zwar Voidfall von Mindclash Games. Ein absoluter Brocken. Man braucht ganz, ganz viel Zeit, dieses Spiel aufzubauen. Das Spiel an sich benötigt auch ein bisschen Zeit. Hier sind wir im klassischen Weltraumthema. Im Vergleich zu den Klassikern Eclipse oder Twilight Imperium ist das aber mit Sicherheit noch ein Stück weit mehr eurolastiger. Was sagt man über das Spiel? Es kombiniert Spannung, Spielerinteraktion, Asymmetrie und Ressourcenmanagement in einem und das auf einer Mindclash-artigen Art, nämlich komplex, aber solche Art Spiele mögen wir Vielspieler ja. Man kann das Spiel sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielen. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt, daher freue ich mich unverändert auf eure Kommentare. Und abschließend kommen wir zum 8. Spiel und das ist Darwin's Journey, das 3. Spiel von italienischen Autoren, das 2. Spiel mit Simone Luciani, diesmal mit Nestore Mangone zusammen. Über Darwin's Journey muss ich ganz bestimmt auch nicht ganz viel erzählen. Ein klassischer Heavy Euro, ein Worker Placer. Wir spielen die Reisen des Darwins nach. Wir müssen Ressourcen haben. Hier geht es darum oder hier ist das Spannende, die ganzen Zusatzeffekte, die Triggereffekte, die wir generieren, wenn wir über die Galapagos-Inseln reisen. Wir müssen mit der Beagle mithalten. Wir wollen schauen, nicht zu spät auf gewissen Platzierungsposten zu sein, weil es sonst teurer werden kann. Ein ganz, ganz hartes, enges, strenges Euro mit Mangelgefühl, wie wir es auch sehr, sehr gerne mögen, was uns manchmal zur Verzweiflung bringt und dann doch immer super befriedigende Gefühle gibt, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das waren die 8 Spiele. Ich freue mich, von euch zu lesen und nach dem Ganzen, was ich jetzt gelesen habe, denn gespielt habe ich nur Darwin's Journey und Anunnaki, wäre jetzt mein Favorit oder es würde mich am meisten reizen, Hegemony. In diesem Sinne, schreibt, lasst uns interaktiver sein auf dem Kanal, lasst uns austauschen, lasst mir eure Meinung, euren Tipp da und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Eugene.